In einem kleinen Dorf am Wald steht ein Haus. Das sieht ganz anders als die anderen aus. Rund um das Haus eine große Wiese. Es hat einen Balkon mit roter Markise. Geschmückt ist die Wiese mit Bäumen und schönen, bunten Zwischenräumen. Wilde Pflanzen und Blumen sieht man aus der Erde sprießen. Ein kleines Bächlein hört man plätschern und fließen. Anstatt Zäune sieht man Hecken, die sich weit erstrecken und die Sicht zum Haus fast gänzlich verdecken. In diesem Haus lebt ein Mann, dessen Namen sich bald jeder merken kann. Herr Fink nennt er sich. Er ist etwas wunderlich. Er hat weiße Haare und trägt einen Hut. Auf diese Weise erkennt man ihn gut. Die Dorfbewohner aber reden über den Mann nicht gut und hegen gegen ihn oft Unmut. Denn sie pflegen ihre Gärten säuberlich und reagieren auf die Gartenpflege des Mannes ärgerlich. Oft über diesen Garten sie klagen. Nicht selten hört man sie sagen: Wie kann er sein Haus so verwildern lassen? Ihm sollte man die Gartenpflege nicht überlassen. Er soll seine Wiese mähen, anstatt sich zu kümmern um Gefieder und Krähen. Im Nachbarshaus geht ein Mädchen ein und aus. Im obersten Stock ein Fensterlauf. Da hält sich das Mädchen am liebsten auf. Täglich sieht sie von dort aus dem Fenster raus und blickt auf den Garten des Mannes hinaus. Sie findet das Gerede der Leute gemein, denn er arbeitet ja im Garten, Tag aus und Tag ein. Zudem ist er allein, scheint aber trotzdem immer freudig und freundlich zu sein. Das bringt das Mädchen zum Denken. Die Worte müssen ihn doch kränken. Dann überlegt sie sich: Was macht denn der Mann im Garten eigentlich? Das Mädchen interessiert sich für Tier und Natur und geht den Dingen auf die Spur. Sie sieht, dass ihr Nachbar mit jemandem spricht. Kein anderer Mensch ist hier in Sicht. Ebenso kann sie erkennen, dass kleine Bällchen von den Bäumen hängen. Sie kann immer wieder sehen, wie sich verschiedene Vögel im Winde drehen. Am nächsten Tag vom selben Ort setzt sie die Beobachtungen fort. Weil sie all diese Gedanken plagen, möchte sie es nun wagen und den Herrn Nachbarn all ihre Fragen fragen. Sie springt von ihrem Posten auf und nimmt auf des Nachbars Gartenanlauf. Schneller als man sehen kann, kommt sie in seinem Garten an, steht nun vor dem alten Mann, sieht ihn fragend und neugierig an. Ich möchte Sie gerne etwas fragen. Können Sie mir bitte sagen, wieso Sie so einen großen, verwachsenen Garten haben? Wieso besitzen Sie so viele Bäume? Warum haben Sie so viele Büsche anstatt Zäune? Mein Kind, diese Frage kann ich dir beantworten geschwind. Es leben viele Vögel bei mir, Bäume und Büsche sind ihr Revier. Sie bieten den Vögeln Lebensraum, deshalb bleibt bei mir stehen jeder Baum. Was genau haben die Vögel von den Bäumen? Können sie dort oben etwas schlafen und träumen? Die Höhle vom Baum bietet dem Wiedehopf einen Raum, um behütete Nester zu bauen. Merk dir, den Wiedehopf kannst du erkennen an seinem interessanten Kopf. Der Kiebitz wiederum baut sein Nest nicht hoch oben. Nein, er macht Mulden in den Boden. Ihn erkennt man durch seinen Gesang. Kibi! Hört man ihn oftmals rufen. Die Nahrung sieht man ihn am Boden suchen.
Entschuldigen Sie, dass ich mich so neugierig benehme, aber was haben die Holzhäuser an den Bäumen für einen Sinn? Vogelhäuser habe ich am Baum das ganze Jahr. Die sind dafür da, um Vögel zu schützen vor der Gefahr. Vögel brauchen wie du und ich einen Schutz vor der Kälte, sonst frieren sie ganz fürchterlich. Und was ist da im Gebüsch zu sehen? Das würde ich auch gerne verstehen. Auch Vögel brauchen Fressen, das darf man nicht vergessen. In den kalten Wintertagen brauchen auch sie etwas in ihrem Magen. In der kalten Zeit, wenn es schneit, können sie sich nicht gut verpflegen. Darum sollte man ihnen Vogelfutter geben. Warum lassen Sie das Gras so hoch recken? Da könnte ich mich hier schon fast drin verstecken. Hohes Gras, Pflanzen und Blumen, die blühen, ziehen Insekten an, so können sich die Vögel um ihr eigenes Futter bemühen. Die Wiese muss man nicht so oft mähen. Für die Vögel ist es auch wichtig, ein paar Samen zu sehen. Die Blumen sollen sprießen, dafür muss man den Garten aber auch tagtäglich gießen. Es sind die kleinen Sachen, die man für Vögel machen kann, und auf diese kommt es an. Das Mädchen konnte nicht aufhören zu fragen, und dem Mann schien es Freude zu machen, ihr all das zu sagen. Wohin fliegt dieser Vogel mit dem Futter? Ist er eine Vogelmutter? Da oben unter dem Dach nistet die Schwalbe. Ihre Fiederfarbe ist halbe und halbe. Bevor es ihr zu kalt wird, fliegt sie fort an einen wärmeren Ort. Doch im Frühling kehrt sie wieder, denn in meinem Garten ist sie doch lieber. Die Lerche kommt auch erst im Frühling wieder zu mir geflogen. Sie baut ihr Nest am liebsten am Boden. Regenwürmer, Insekten und Spinnen kann sie von dort aus gut erringen. Ich muss gestehen, dass ich oft am Fenster sitze, um ihnen zuzusehen. Eins leuchtet mir nämlich nicht ein. Sie sind doch im Garten, ganz allein. Doch reden sie mit jemandem ab und zu, das lässt mir wirklich keine Ruhe. Mit den Vögeln in meinem Garten spreche ich oft und gerne, da ich nur so mehr über sie lerne. Das Mädchen machte große Augen und schaut verdutzt drein. Das kann es doch nicht sein. Die Vögel können mich verstehen, du wirst es sehen. Der alte Mann ruft und 1, 2, 3, seine Vögel fliegen herbei. Kiebitz, Lerche, Schwalbe und der Wiederhopf schütteln grüßend ihren Kopf. Da fragt das Mädchen alle 4. Gefällt es euch denn hier? Kiebitz, Lerche, Schwalbe und Wiederhopf nicken kräftig mit dem Kopf. Hier haben wir unseren Raum, am Boden, im Nest und am Baum. Auf den alten Mann können wir vertrauen. Am liebsten bin ich in diesem Garten, den täglichen Besuch von Herrn Fink zu erwarten. Mir und meiner Brut geht es hier wahrlich gut. Ich bin zwar nur die halbe Zeit vom Jahr da, aber ich finde es hier ganz wunderbar, denn beim Singen bin ich stets der Star. Herr Fink horcht zu meinem Gesang und kümmert sich um uns, so gut er nur kann. Nach dieser Antwort war das Mädchen still. Doch nur kurz, denn es gibt noch was, das sie wissen will. Ich finde es toll, was Sie mit Ihrem Garten machen. Doch woher wissen Sie all diese Sachen? Früher war ich bei einem Verein. Für Naturliebhaber sollte der sein. Im Laufe der Zeit wurde mir klar, die Vögel sind in Gefahr. Von da an wollte ich die Vögel besser kennen und lernen, ihre Arten zu benennen. Denn was der Mensch gut kennt und mag, schützt er auch vor Gefahr und Plag.
Wenn all die Menschen die Grünflächen in ihren Gärten nützen, nicht so oft die Wiesen mähen, würde man die Vogelwelt unterstützen. Denn die Vögel brauchen den Raum, um zu leben und ihre Nester zu bauen. Die Jungen und auch die Alten müssen aufhören, die Umgebung umzugestalten. Nur so kann man die Vielfalt der Vögel in der Natur erhalten. Von diesem Tage an ging das Mädchen öfter zu dem Mann. Sie lernte immer mehr über der Vögel Eigenheiten und den Vogelflugverkehr. Sie durfte dem alten Mann bei seinen Arbeiten beiseite stehen und dabei seine Vogelfreunde sehen. Nun spitz deine Ohren und blick zum Baum empor. Lauschen wir gemeinsam dem Vogelchor. Dorfbewohnerinnen nur,